Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei J-Stars Victory vs. Blass. Yes. Auch das Singleplayer-Let's Play geht hier mal weiter. Nö, jetzt wo ich wieder mal nachts aufnehmen kann, weil, ich hab's die Woche lang gerade mal so geschafft, Yoshi aufzunehmen. Aber zu J-Stars kam ich nicht. Okay, schauen wir mal, was es hier gibt. No. Willkommen, hier wird das Training von einem speziellen Ausbilder durchgeführt. Sorte. Oh, anscheinend sind jetzt alle da. Das ist wirklich ein wunderbares Treffen. Ach ja, ihr wollt also trainieren? Freut mich, das zu hören. Sorte. In diesem Fall gestattet mir der Gegner zu sein. Ja, gern. Why not, ne? Ein paar Lockerungsübungen kämen mir gerade recht. Also zeig mal, was du drauf hast, du Tentakel-Tarzan. Oder? Das sagt er doch. Irgendwie sowas. Ach, ich kann meinen Charakter wählen, ne? Yes, ja, das kann man im Singleplayer übrigens auch machen. Aber wir bleiben erstmal noch bei Luffy. Später werden wir auch durchaus... Nein, nicht im zweiten Spiel, durchaus auch mal durchwechseln. Man kann übrigens auch die Kampagne im Koop spielen, also... Koop im Sinne von, man kämpft halt zu zweit, wie auch so. Er steht euch nicht gegenüber, aber egal. Wir sind nicht deine Schüler. Aber wir wären es gerne wahrscheinlich. So. Second. Sehr schön. Boing. Oder so. Dankeschön. Lass mich mal bitte wieder... Achso, ich bin immer noch hier, Second. Hoch. So, dankeschön. Stimmt, das geht ja auch noch. Das vergesse ich als ganz mit Luffy. Verdammt, zu spät abgewehrt. Zu früh abgewehrt, so rum. Bam, bisschen Chat-Bazooka und ein bisschen Rifle oder halt auch nicht Rifle, ne? Boing, thank you, da kommt er wieder. Was haben wir noch alles? Wir haben das hier, das ist schon mal nicht schlecht. Aua, das tat weh. Unser schönes Haki ist ruiniert. Chat-Bazooka mit Haki. Ich glaube, das macht er so gut wie nicht in der Serie, oder? Oh, Saya, hilf uns mal kurz. So, perfekt, perfekt. Bam, badam, bam, bam, badam. Das. Ah, sehr schön. Volle Kanne getroffen, würde ich mal so sagen, ne? Yes. Beide volle Kanne getroffen. Und gleich nochmal. Das sollte kein Problem sein. Vor allem, was man da eigentlich für die Side-Missions bekommt. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Vielleicht nur Achievements. Vielleicht mehr. Natürlich nicht. Hallo? Wer schlägt schon Luffy und Ace-Combo? Das ist unbesiegbar. So, zur Weltkarte. Ja. Wie hier immer alles auf Nein steht. Echt. So, ein bisschen hier Stufe hochtreiben. Ist ganz gut, ne? Ich meine, ganz gegen Ende wird es mal mit der Stufe... Naja, auch nicht wirklich. Ein bisschen vielleicht schwerer. Ihr seid wirklich überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so stark seid. Das hat meine Erwartungen übertroffen. Dafür gibt es einen bestandenen Mitstern. Das war doch ein Kinderspiel, aber Sensei Koro. seid ihr befreundet, du und die geheimnisvolle Stimme? Was für eine dumme Frage. Ich versuche einfach nur, euch zu unterstützen. Ach, fu. Okay, ja, Trophäe. Mehr nicht? Ein Triumphbonbon. Das, also die ganzen Items kenne ich eigentlich auch so gut wie gar nicht. Diese Quest hätten wir abgeschlossen. Yay, das haben wir tatsächlich. Eine Aufnahme darf auch nicht schief gehen. So rum. Haben wir eigentlich Items? Freundschaftsbonbon, Triumphbonbon. Meine Triumphanzeige nimmt zu.
Okay, von mir aus. Da gibt es auf jeden Fall einiges Zeug. Nichts, das man wirklich brauchen würde, ne? Bam, bam, bam. Erstmal zumindest. Wir versuchen immer alle Nebenquests machen, ne? Weil wir haben ja mit der japanischen Version uns schon ein bisschen langsamer gehalten. Schneller gehalten, so rum. Da können wir uns jetzt ruhig ein bisschen Zeit lassen. Und erstmal zu Medaka-Schule gehen? Ja. Weißt du gar nicht. Sianzi an, was macht ihr denn hier so weit draußen? Oh, ihr nehmt ein Jump-Kampfturnier teil. Anscheinend versammeln sich eine Menge lustiger kleiner Spielsachen für dieses Turnier, wie interessant. Auch eine Menge junges Gemüse, das soll ich mich einbringen und mich um die armen Schäfchen kümmern. Oh Gott. Von mir aus. Junges Gemüse, Moment mal, redest du etwa über Essen? Ich habe so ein Gefühl, dass er das damit nicht meint. Also ist es abgemacht, ich komme mit. Ich sollte euch warnen, ich erzähle gern Lügen, um mich nicht zu langweilen. Oh Gott, Hisoka, please. Cool, wir bekommen gleich mal Hisoka. Ja, das passt. Also dann sollen wir. Rufy, bist du sicher, dass was diesen Typ angeht? Irgendwas an ihm finde ich nicht sehr vertrauenswürdig. Nichts vertrauenswürdig? Wer hat denn was von Vertrauen gesagt? Ich helfe euch nicht einfach nur zum Spaß, das ist doch klar. Junges Gemüse braucht schließlich Zeit zum Heranreifen. Oh Gott. Hisoka, please. Es schauen vielleicht Kinder zu. Tu es nicht. Egal, so. Wir haben keine Nebenquest mehr. Na gut, Corin, Turm. Why not? Ja, wir sind da. Das ist der Corin-Turm. Und jetzt, und da wir jetzt angekommen sind, bekomme ich was zu essen. Wow. Sollten wir uns nicht vielleicht zuerst mal anmelden, Luffy? Hm? Wo ist er denn hin? Der hat sich echt schon verdünnisiert. Auf eins kann man sich bei ihm verlassen, auf die unergründliche Tiefe seines Magens. Das sagt der Richtige. Natürlich wird erstmal gegessen. Oh, ich bin pappsatt und jetzt... Oh, ein Hähnchenbude. Ah, das war echt lecker. Entschuldigung, ich würde gerne mir eine Karte zahlen. Hey, was war mein Flattermann, den du da gerade verpachtet hast? Das war mein Flattermann, den du da gerade verpachtelt hast. Verspachtelt. Ach so, okay. Ich dachte gerade. Nur noch sein wunderbares Aroma hängt in der Luft. Hey, wer genau bist du? Ich heiße Luffy und du? Ich bin Toriko, der Gourmet-Hunter. Vielleicht hat uns ja das Schicksal zusammengeführt. Ich werde dir ein anderes gutes Restaurant zeigen. Hä, vielleicht bist du ja gar nicht so ein übler Typ. Ja, das Essen da drin war eines Königswürdigen. Wo ist Toriko denn hin? Ach, da warst du also. Ich dachte, ich habe schon überall nach dir gesucht, Luffy. Den Typ, den du suchst, ist da von dem Platz gegangen. Es sieht aus, als würde der gleich irgendwas losgehen. Wie wär's, wenn wir dann auch mal hingehen? Na, ich bin so satt. Ich glaube, ich werde einfach mal ein Nickerchen machen. Was? Jetzt sucht uns nicht Zeit für uns zum Schlafen hier. Da Fuck. Choken. Jump-Helden, es ist schön, euch alle hier zu sehen. Hiermit erkläre ich denn das Jump-Kampfturnier für eröffnet. Das junge Kampfturnier besteht aus Vor- und Endrunde. Nur 8 Teams aus der Vorrunde erreichen die Endrunde. Die Bedingungen fürs Bestehen der Qualifikation sind simpel. Sammelt nur die 3 Fragmente des Helden-Emblems ein. Das Ding ist sehr kompliziert, aber es ist alles andere als einfach, diese Teile zu bekommen. Ihr müsst die ganze Welt durchstreifen, mit den Prüfern kämpfen, die dieses Helden-Emblem-Fragmente zurzeit besitzen. Wenn ihr mit euren Freunden zusammenarbeitet, könnt ihr diese Aufgabe lösen und eure Freunde bei der Suche helfen. Denkt dran, ihr könnt mir vertrauen. Ich bin quasi der Gott dieser Welt. Ich werde all eure Träume verwirklichen. So, die Formalitäten werden erledigt. Zieht los und amüsiert euch. Auf mein Wort als Quasi-Gott könnt ihr euch verlassen. Quasi-Gott? Ah, Meister Quitte, ja. Die Corin, besser gesagt. Sich selbst als Quasi-Gott zu bezeichnen, du liebes Lieschen. Na, nee, warte mal, das ist nicht der Gott. Also das hier ist mein Titel. Ich bin Corin, der Organisator dieses Turniers. Doch, ist es. Und ich erwarte eine Menge von euch. Ja, ich werde dieses Turnier gewinnen und anschließend werde ich König der Piraten. Dieses Schiff hat bereits die Segel gesetzt. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ich werde im Namen der Freundschaft etwas Kosmos verbrennen. Ich kann es kaum erwarten. Leider wird es hier nur einen einzigen Gewinner geben, und zwar mich, Naruto Uzumaki. Ich werde gewinnen und Hokage werden. Ich habe noch nie eine Herausforderung abgelehnt, ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Oh, hier sind eine Menge sehr mächtiger Kämpfer, ich will nur, dass es baldigst losgeht. Ich habe nicht die Absicht, hier besiegt zu werden. Hier gibt es tolle Kämpfe und ich will das absolut auskosten.
Mann, was für starke Kämpfer. Das ist ja so aufregend. Die seelenden Würmer werden frech. Ich werde sie platt machen. Wieso hast du plötzlich beinahe Synchronisation? Und nebenbei bekomme ich noch mein perfektes Menü. Full Curse, ne? Hier sieht es ja aus wie bei einem Festival. Wenn ich schon an dem Turnier teilnehmen sollte, ich auch versuchen zu gewinnen, ne? Das ist eine gute Möglichkeit, mein Training auf die Probe zu stellen. Belbo. Gota Kurai. Lauter gehören. Fangen wir einfach an. Ja, wäre ich auch dafür. Ich kann es kaum erwarten, was für ein wildes zusammengewürfelter Haufen aus Exzentrikern. Zu denen zählst du ja wohl auch, oder? Das verspricht ein echt guter Spaß zu werden. Gut, ich werde große Dinge von euch allen erwarten. Und jetzt werden die Vorrunden beginnen. Okay. Von mir aus. Ja, diese geheimnisvolle Stimme ist jedenfalls ziemlich großzügig. Jedes Team bekommt ein eigenes Schiff. Oh ja, und es ist ein besseres Schiff als das zuvor. Allerdings gibt es keine Kanone an Bord. Wenn wir angegriffen, wird das ein Kampf Mann gegen Mann. Ja, kein Problem, ne? Ihr macht euch also auf zur Abreise bereit. Du kennst dich mit Schiffen echt gut aus, man merkt, dass du ein Pirat bist. Sag mal, was ist eigentlich dieses perfekte Menü, das du da erwähnt hast? Ist das was Leckeres zum Beißen? Die leckersten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Es ist ein Menü, für dessen Vollendung ich mein Leben riskieren würde. Boah, klingt gut, das will ich probieren. Wenn ich gewinne, bringe ich dir die Informationen über die Zutaten. Dann kannst du mich aber auch einladen, hörst du? Das Angebot muss ich nur leider ablehnen. Ich möchte diese Zutaten unbedingt selber sammeln. Deshalb versuche ich ja, dieses Turnier zu gewinnen. Wie ich schon sagte, ich habe nicht vor zu verlieren. Ich werde ihr Sieger sein. Ich werde gewinnen und Piratenkönig werden. Dann werden wir uns wohl in der Endrunde wiedersehen. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Bis dann in die Endrunde, Kumpel. Das hier ist das Jump-Schiff. Es kann jeden Teil des Meeres erreichen. Überquere die Ozeane mit dem Schiff und sammle Emblem-Fragmente ein. Emblem-Fragmente gibt es auf einem sonnenflutenden Kontinent. Außerdem an einem Ort, an dem der Kriegsgott gehuldigt wird. Kriegsgöttin. Sonnendurchflutender Kontinent? Kriegsgöttin? Könnte sein. Ach ja, übrigens. Was ist denn? Gibt's noch mehr? Ich habe beschlossen, die Sache noch aufregender zu gestalten. Deshalb habe ich noch deine Daten ein paar Feinde kreiert. Sie sind hier und da auf dem Meer. Kommst du zu nah, greifen sie an. So, und jetzt viel Glück. Wow. Okay. Von mir aus. Fliegen wir einfach mal los, ne? Ich würde auch gleich mal sagen, wir gehen nach Norden. Wir müssen die extra Kämpfe hier nicht bestreiten. Reicht auch völlig. Moment. Ich kann ja schon hingehen. Oh, nehmt ihr etwa alle am Jump-Kampf für eine Teil? Perfektes Timing. Oh, ihr seht aus, als könntet ihr echt helfen. Matsu, erklär das bitte mal. Alles klar. Ist gar nicht lange her. Da hat ein so seltsames Monster hier im Gemüsehimmel für Chaos gesorgt. Coco und Sunny haben es verjagt, aber danach ist das Monster nach Alabasta weitergezogen. Vermutlich wird es aber auch noch an anderen Orten Chaos verbreiten. Ja, so ein hässliches Vieh darf einfach nicht frei rumlaufen. Genau, und deshalb wollte ich fragen, ob ihr das Monster nicht im Auge behalten könnt. Ich weiß nicht genau, was es eigentlich ist, aber es hat einen Afro und unglaublich lange Nasen. Oh Gott, nein, bitte kein Bobobo. Warum tut es das, seine Nasenhaare so wachsen zu lassen? Es könnte wunderschön sein, wenn dies die Haare so wie ich hätte. Wie ist es? Was sagt ihr dazu? Nur gern. Bobobo, verdreschen. Macht nicht unbedingt Spaß, aber ist immer nötig, ne? Geht klar, wir werden die Sache für euch mal untersuchen. Danke, wir zählen auf euch. Yay. Alabasta, Alabasta, Alabasta. Ich habe keine Ahnung, wo Alabasta ist. Ah, was wird mir auf der Karte angezeigt? Da ist Alabasta. Okay. Von mir aus. Bam, badam, bam, bam. Aber da ich heute nicht sehr lange aufnehmen kann, also das ist schon recht spät ist und ich muss noch editieren und alles, würde ich sogar sagen, dass wir aus der heutigen Folge mal wieder eine kürzere machen, ne? Jetzt haben wir hier eigentlich Schiffsreparaturstück Z, brauche ich nicht. Wir haben mehr als drei Charaktere, wir haben vier Charaktere. Yay. Okay, von mir aus. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's dann soweit von mir für heute. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Space. Ups. Ciao, Leute. Jesters, Victory vs.
俺のフルコースを一緒に探さねえか。 さて、どう料理してくれようか。クピッポ。ねえねえ、あんたはなんて名前だっけ。クピッポ。メダカちゃんと呼ぶがよい。始めようぜ。一瞬で終わらせてやる。よし。 行くぞ。すぐに終わらせてやる。黒髪ファントム。まだまだ。すぐに終わらせてやる。黒髪ファントム。まだまだ。すぐに終わらせてやる。 行くぞ。すぐに終わらせてやる。何の控え。すぐに終わらせてやる。行くぞ。フライングフォーク。ない。切り裂け。黒髪。